Darf ich jetzt schnell reisen? Rüber, Personensuche, die Hackerin. Auf Karte anzeigen. Schnellreise. Das ist sie. Wer? Die, von der Elira gesprochen hat. Sie arbeitet für uns. So sieht's aus. Wie geht's? Besten Dank. War mir ein Vergnügen. Du, verschwinde! Du würdest mir sagen, dass der Kontaktmann da hinten drin ist. Also muss ich an den zwei Wachen trotzdem vorbei. Oder dennoch vorbei. Niemand darf uns sehen. Klar, nix? Ist jemand in der Nähe? Ist gut. Mein Fehler. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit dir reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla, ihr fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tech. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Vess, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Schnellreise geht natürlich gerade nicht, weil wir in dem Gebiet ja hier drin hängen. Also im beschränkten Gebiet. Müssen wir erst wieder rauskommen. Wer konnte es kaum erwarten, alles zu erzählen? Pikes sind so leichtgläubig. Dieses Menü. So, Nix, es geht los. Ich glaube, das Drehen kommt übrigens daher, dass du... Ja, dass ich mich drehe. Normalerweise taucht das Ding mich genau rechts neben einem auf. Und dann drehe ich mich, also beziehungsweise guckt mich um und deshalb versucht der Gleiter sich anders zu positionieren, da er direkt bei mir steht. Auch irgendwie total dumm. Also dämlich von der Technik her. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Ja, danke Google Drive für das Unterbrechen meines Spiels. Da haben sich ja die 2 Euro Abo-Gebühr für euch gelohnt.
Nehmt Haltung an. Die neuen Geschütze in der Basis sind ein einziges Ärgernis. Ende. Für die Konfiguration musste ich extra einen Sequenzmodulator anfordern. Aha, ja. Mhm. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Ja, Sequenzmodulator. Viel Arbeit, ganz schlimm. Das ist nicht gut. Kein Verstecken. Gegen dir nix. Ayla, ich hab deinen Sequenzmodulator. Wohin damit? Beth, gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm, sobald du kannst. Nein, schlag mal! Wir brauchen... Nein, keine Hilfe rufen. Kurz hier reinhacken, damit ich meinen Streckbrief wegballern kann. Ich hab's aus Versehen genau andersrum gemacht. Schön, hat funktioniert. Nicht schlimm, den Bonus haben wir eh nicht bekommen. Zivilperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Alles sauber. Okay, geht mir besser. Schatzjäger freigeschaltet. Nix weist Kay auf nahe Behälter hin, damit sie keine Gelegenheit für spannende Entdeckungen verpasst. Super. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Mich eigentlich gerade hinbringen. Ich sehe zwei große Blastertürme. Achso, du kannst jetzt springen, um Hindernissen auszuweichen. Wie zum Beispiel diesen kleinen Baumstumpf, gegen den ich vorhin geflogen bin.
dass keiner diesen TIE Fighter eingesammelt hat nach dem Absturz. Also ich weiß nichts. Jetzt muss ich wieder ganz außen rumfahren. Danke für nichts. Mein Bestes. Wir haben es geschafft. Mehr oder weniger geschafft. Halt, stopp, da drüben. Gibt es die Möglichkeit zu schwingen. Das ist der Weg. Wenn ich jetzt nicht vorher noch aus Versehen sterbe. Die Verdächtige wurde zuletzt bei der Aussicht gesehen. Stellen Sie die Verhaftung sicher. Keine Zeit für die Verhaftung. Ich habe andere Sachen zu tun. Ich habe mein Gesicht ja ausgeschaltet. Hallo, ich bin der viel zu bleiche Typ. Wir haben die Zielperson verloren. Brechen Sie die Suche ab. Also, wo ist jetzt der Hangar? An alle Mechaniker, sofort beim Gleiterhangar melden. Siehst du was? Da oben sind Geschütztürme. Was zum alles? Du da! Das ist Sperrgebiet! Was denn jetzt? Lass uns das hochjagen. Beziehungsweise, nee, lass uns das nicht hochjagen. Was? Schalt den Alarm ab, ja? Na schön. Weil ich vielleicht die Geschütztürme auf meine Seite setzen kann? Mach mal auf, Kumpel. Ich mache meine Arbeit und stelle keine Fragen.
Das richtet bestimmt großen Schaden an. Ich gucke aus meinem Loch. Aus meiner Facecam. Upsala. Gibt es Neuigkeiten? Zum Angriff, nix. Ja, so sollte das eigentlich nicht sein. Kann das schon mal feststecken. Rund ist doch schön. Ist doch mal was anderes als eckig. Aber dankeschön für das Feedback zur runden Cam. Ah, sehr schön. Da kommen die Geschütze deaktivieren, die Kameras und Daten übertragen. Achso, es muss wahrscheinlich genau andersrum. Dann haben wir auf dem Feld den noch nicht gehabt. Na? Da gehört der hin und da gehört der hin. Warum hast du kein Trapez als Cam? Das sehe ich mir auf für einen ganz besonderen Tag. Übrigens, das hat jetzt überhaupt nichts mit der Mission zu tun, aber wenn wir schon mal hier sind, haben wir einfach mal Informationen bekommen für die Syndikat-Tresore. Und jetzt befreien wir die Hackerin. Du sollst mich von Waifu loben, hab toll gespielt. Dankeschön. Ich bin auch sehr bemüht, mich vernünftig anzustellen. Wobei, so hier und da klappt es dann doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Guck mal da oben. Oh nein. Das ist übel nix. Und Feuer frei. Jawohl. Das muss der Hangar sein. Wir sitzen fest. So viel dazu, hast du gut gespielt. Ich fordere Verstärkung an. Wie ich das hasse. Bereit, Nix? Tust du nicht? Kommt, haltet sie auf! Hinterher!
Du benutzt meinen Blaster, Idioten. Komm schon, komm schon. Okay, ich bin drin. Gut, ich habe die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Was? Ich kann das nicht mehr. Da scheint nichts zu sein. Feuer frei! Ey, schieß mir nicht in den Arsch rein. Da entlang. Wo ist sie? Ausschwärmen. Augen offen halten. Bestätigt. Also immerhin sind wir drin. Paranoia. Ach, egal, ist nichts. Ich hab doch keine Paranoia, die sind doch alle getötet worden. Ayla, ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut, jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Was ist das für eine Hackerin? Angela Merkel, mit Perücke. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Oh, wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Naja, es war ja eh in Alarmbereitschaft schon. Formieren wir uns neu. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow, nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment, wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung und richtig gute Technik. Ich hole Verstärkung. Hey! Ich möchte eigentlich mal auf die Mauer drauf. Da scheint noch was versteckt zu sein. Fertig. Gibt nur ein paar Credits. Was war das? Entschuldigung. Ich habe mich hinreißen lassen. Das Rätsel macht das Spaß. Naja, es ist okay. So wie alle Minispiele für sowas. Einfach ein Alternativweg nach drinnen. Geh und hol das runter.
Es ist total nutzlos übrigens. Es macht nur Krach. Toll, ich habe den einzigen Weg gefunden, um wieder reinzukommen. Was halt total nutzlos ist. Weil wir hier drin nichts mehr machen müssen. Ich wollte nur den Loot finden. Der in der Basis versteckt ist. Weil hier ja auch drei Schätze drin liegen. Nennen wir es drei lohnenswerte... Ich werde bekloppt, da ist hier einfach eine Kiste. Ich muss sagen, die macht es hier mit niemandem. Oh, dafür brauche ich das bessere Hacking-Tool schon. Hier an der Seite. Oh, neue Blasterlackierung. Aber wichtig ist einfach das Blaster-Umweltsystem, weil das ist ein Blaster-Upgrade. So, jetzt gibt es noch einen Schatz hier. Vor allem während der ganze Hof von Leichen gespickt ist, reden die da oben von dem langen Tag. Ich bin jetzt am Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Geschütze ausgeschaltet hast. Du Banane, das haben wir schon gemacht. Wir waren hier schon. Ich habe schon wieder vorausgespielt. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Ah ne, es sind andere Türme. Das sind die Turbolaser, die wir deaktivieren sollen. Von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. So ein Blödsinn. Effektiv sind doch eh schon alle tot. Weil ich für den letzten imperialen Schatz hier da wahrscheinlich das Hacker-Tool brauche, fuckt mich jetzt ab. Hast du was, Kleiner? Alles klar. Hier waren wir, das ist der Nebenraum. Ah, hier wird noch was sein. Nee, wird nicht. Hier waren wir auch schon. Wow. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das ist auch wieder eine andere Möglichkeit, um da reinzukommen. Hast du was, Kleiner?
nur anstrengende Posten. Was war das? Das Zeit, sie abzulenken, Nix. Hey, das ist Sperrgebiet. Was ist das für ein Ding? Du kannst auch einen weiteren Posten noch antreten. Oh, und ich bin auch einfach nur wieder hier oben drauf. Also normalerweise gibt es eine kleine Lupe, die mir so ein bisschen wenigstens zeigt, wo das nächste wäre, aber wahrscheinlich komme ich wirklich nicht an das dritte dran, ohne das Hacker-Tool. Freund der Familie! Bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel gut wird? Ja, wie viele Meter soll ich denn weglaufen für die Einrichtung? Es ist halt für Star Wars durchaus ganz gut. Star Wars ohne Jedi. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja. Mein Kid hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich habe bei Sand was hinterlegt. Was ziemlich cooles. Ich sag ihm, er soll dich bei Makal treffen. Also ich habe die Jedi-Spiele von EA gerne gespielt, muss ich dazu sagen. Aber das hier ist ein bisschen was anderes. Weil du halt einfach keine Jedi-Kräfte hast. Du bist halt ein Mensch und man spürt das halt einfach, dass du halt nicht, sag ich mal, wie ein Bekloppter in der Gegend rumhüpfen kannst. Geht halt ein bisschen einen anderen Weg. So, was hast du für mich? Also, Eile hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Juhu, richtig freundlicher Typ. Mit Backenbart. Möglichkeit, diverse Geräte zu hacken und sich mit Jokern einen Vorteil zu verschaffen. Ach so. Schüsse auf Gegner, die nicht wissen, wo Kai sich befindet, machen zusätzlichen Schaden. Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Rauchbombe. Ermöglicht nichts mit Alarmkonsolen zu interagieren. Ach so, dass er eine Falle macht daraus. Geräusche reduzieren. Schließe einen Schmuggelauftrag ab. Schlage einen imperialen Offizier nieder. Knacke drei Schlösser. Ich weiß, dass du The Dark Knight machst. Beziehungsweise Jedi Knight Dark Forces. Moment, es heißt einfach nur Dark Forces und Jedi Knight.
Dann müssen wir zur Werkbank für die Upgrades. Und wieder ein neues Tool. Dark Forces 2 hieß Jedi Knight. Nicht in meiner Welt. Aber wir wissen, welches Spiel wir meinen. Das ist das Wichtige. Ayla, ich habe dein Hacking-Kit. Danke. Ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst. Und Wes? Ohne dich wäre das nichts geworden. Du wirst deinem Namen gerecht. Wie meinst du das? Hör zu, ich bleib auf der Rentali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht. Komm mich doch besuchen. Geh weg. Versuche jetzt zu arbeiten. Heute habe ich Folgendes für dich. So, das Banditenversteck auf. Da ist ein Schmuggel. Untersuche Piratenaktivitäten. Das sind Aufträge, wobei ich dann nicht bei irgendeinem Syndikat den Ruf verliere. Kurz an die Werkbank. Super Abkühlung. Achso, können den Sprungschub direkt verbessern. Das ist das, womit wir diesen kleinen Hüpfer machen, den ich eh nie verwenden werde. Nein, ich wollte... Oh, raus. Zoom. Jetzt können wir den Energiekern klauen oben, um mit der Hauptquest voranzukommen. Verschwinden wir hier! Mich veräppeln. Danke, Mr. Debonair, fürs Folgen. Nicht Süden, sondern Norden. Ab die Post. Stange ins Gesicht tut auch nicht weh während der Fahrt. Aber lieber so, als wenn man überall hängen bleibt. Ich bleib schon an genug Sachen hängen. Das Game hat sowohl hohe als auch niedrige Bewertungen bekommen. Also ist die Aussage, ich raffe nicht, wie das Game eine hohe Bewertung bekommen hat.
Nicht ganz richtig. Weil sie halt sehr mixed sind. Wobei ich die Bewertung von Eurogamer von 40 Punkten am wenigsten unterschreiben würde. Das ist halt schon echt sehr niedrig gegriffen. Nur weil das Spiel mal ein bisschen entschleunigter ist. Und nicht alle 5 Meter in der Open World einen irgendwas zerfetzen will. Wie ist euer Status? Nix, zeig, was du kannst. Was ist das? Das war wichtig. Den imperialen Offizier die Fresse polieren. So, jetzt. So rum und fertig. Türen. Nein, nicht wieder rangehen. So, bitte. Schön leise, Nix. Es ist ein Open-World-Spiel. Dementsprechend werden natürlich die typischen Ubisoft-Geschichten drin sein. Auch wenn Massive selbst, sag ich mal, vorher Division 1 und 2 gemacht hat. Haben sie eigentlich ein recht ordentliches Spiel abgeliefert. Nicht, dass Division 1 und 2 schlecht wären. Aber ich glaube, Massive wollte auch gerne mal was anderes machen. Siehst du was? Richtig. Also es fehlt so ein bisschen, also es fehlt halt auch diese so Gebietaufdeckungssachen von Ubisoft. Vorsichtig. Und es ist halt nicht so ein Dauer-Action-Ding wie es halt letztendlich wäre bei bei Assassin's Creed inzwischen. Deshalb will ich eigentlich, dass Splinter Cell näher dran ist als Assassin's Creed. So, Gorok ist am Pike. Ja, ist der Hauptvertreter des Pike-Syndikats, das wissen wir alles. Was siehst du? Alles sauber. Ist hier jemand? Die Organa hat alles, wenn man nur weiß, wo man sucht. Warum steht der da vorne auf der Treppe in der Mitte? Das sind die typischen Fehler übrigens. Aber ich hoffe, man kann den AT-ST und den einfach nutzen. Also ich bevorzuge Energiezellen. Die sind... Hey. Bewegung! Sie haben es auf uns abgesehen! Mein Fehler. Ja, ah, die Tür ist zu! Gerade wo ich gesagt habe, es ist ein bisschen entschleunigt da.
nicht denn da oben? Wirklich nicht gut. Das Problem ist, wenn du... Wenn du heilst und du angeschossen wirst, hast du ein Problem. Wer sagt's denn? Sie auf ihre Positionen zurück. Mein Gott, was für ein Gemetzel. Alles klar. Tut mir leid, ey. Das war jetzt nicht mehr so stealthy. Hol das Bug. Ich glaube, wir mal ein paar Gegenstände holen. Von nix. Bring das Bug da nix. Das ist ein Betriebsunfall übrigens gewesen hier. Nix, geh und hol das Bug da. Das sieht man in der Verteilung der Leute an den Lasereinschüssen. Dafür ist es zu spät. Der Alarm hat aber das Schild wieder aktiviert. Nur die Energiebarriere, oder? Ja, was ist denn jetzt an und was ist aus? ATST, der voll interessiert mich, ein Mumpitz. Außer, dass er jetzt Alarm geschlagen hat, aus unerklärlichen Gründen. Sicher sein. Erstmal. Suchen sind auch überbewertet. Ein paar Schießübungen könnten nicht schaden. Verstanden. Bleib in Position. Formieren wir uns neu. Nix. Das Terminal. Aber theoretisch gibt es so viele Möglichkeiten, hier sneaky runter unterwegs zu sein. Und dann nudelt man sich immer so kaputt mit denen. Testcode. Das Gewehr verliert sie immer, wenn sie klettert. Ach, die Kameras habe ich doch deaktiviert gehabt. Verstanden.
Boah, es war so eine gute Chance hier wirklich, dass man vielleicht mal sowas bewegen kann. Aber nein, darf ich nicht. Hallo, die konnte auch lernen, Raumschiff zu steuern. Ohne, dass sie es vorher jemals gemacht hat. Okay. Hey, man könnte auch einfach hingehen und das so öffnen. Naja, egal. Alles sauber, nichts zu vermelden. Ist jemand in der Nähe? Eigentlich schon, hier sind zwei reingelaufen vorhin. Gibt es ja später eine Situation, wo man AT-ST bewegen darf. Ich würde es begrüßen. Psst, schön leise, Kumpel. Was ist das? Keine Schritt weiter! Ja, okay. Das klappt nicht so gut. Metallkasten zu töten. Guten Abend, Big EMG. Nicht in die Richtung. Hol sie, Kumpel. Wenn sie wenigstens vernünftigen Schlag in der Hand hätte, dann würde es ja auch Sinn machen. Sieht aus wie ein Maschinenraum. Was ist das? Ist jemand in der Nähe? Ja, das ist ein bisschen Fresse polieren. Der langweiligste Sektor im System. Das ist ein Energiekern. Das, was ich gesucht habe. Siehst du was? So, man kann den Fahrstuhl noch nach oben nehmen. Ist hier jemand? Wobei, Moment.
Darum scheint auch noch was zu sein. Übrigens geile Kabelspule, die da einfach in der Luft hängt. Aus unerklärlichen Gründen. Damit du irgendeinen Gegenstand hast, den du von oben runterschmeißen kannst. So, hier waren wir. Showanlage. Weiß jemand, was das ist? Ja, könnte man etwas wissen. Los, lenk sie ab, Nex. Kümmert euch um die Kräfte und sichern! Hier fehlt eigentlich so ein richtig schöner Kick, um den runter zu schleudern. Warum haben Sturmtruppen weibliche Stimmen? Weil ist einfach so. Sind da keine Klone mehr. Und im Imperium brauchst du einfach alle. Sagt der Kanon, dass es keine weiblichen Sturmtruppler geben darf? Mir ist das eigentlich egal. Dass nur Männer in den Krieg dürfen, ist doch Unsinn. Oder in Sicherheitskräfte. Was war das? Die Gegner sind nicht nur blind und taub. Es sind halt einfach Spaceboy-Arschlöcher. Das ist ein Energiekern der Klasse 11, der mit standardmäßigen imperialen Ausrüstung inkompatibel ist, aber für die veraltete Technik auf Toshara trotzdem nützlich sein könnte. Lagere ihn im Sicherheitsbüro, bis wir ihn vollständig ausgewertet haben. Ja, wir haben den doch schon geholt. Bin ich hier nur von Arschlöchern umgeben? Keine Sandfurz? Diesmal habe ich ein bisschen verkackt. Ja. Ah, doch nicht. Das Schlimme ist, dass sie hier wirklich immer mal sagen, durchkämmt die Wüste. Durchkämmt das Gebiet. Anderen. 18 Meter, 16 Meter. Wie der Finger auf Hilfe da unten die ganze Zeit zeigt.
bin einfach zu doof, die Kisten zu finden. Also nicht, also ich finde die nicht, wenn die nicht angezeigt werden. Und dafür muss er anscheinend in den Turm rauf, den hacken und dann werden die Standorte davon angezeigt. Ich glaube, ich habe das jetzt so verstanden. So, da sind die Verbesserungen. Lackierung ist egal, aber das Bauteil ist wichtig. So, alle Icons rausgefunden. Das war jetzt richtig Pech. Das müsste dann hier der Kreis sein. Ah ne, den Kreis hatte ich vorher. Tut mir leid, ich bin seit 9... weil seit 10 Stunden fast am Stream. Sehr gut. Also ich kriege jetzt gerade nochmal den Rappel, weil angeblich hier immer noch ein Schatz ist. Und ich... Es gibt keine Markierung und ich sehe nicht wo. Es ist... Oh, schrecklich. Und das muss ich auch nicht aufregen. Du wirst den Schatz auch nicht finden. Wir waren oben. Hier sind wir reingekommen. Da vorne ist die Truhe. Danke. War nur der ein ausführender Offizier, der ist nicht so wichtig. Gelbes Symbol ist richtig, falscher Platz. Blaues Symbol ist richtig gesetzt, richtiger Platz. Das ist vollkommen korrekt. Und wenn ein Symbol nicht vorkommt, wird das gelöscht. Durch das Hacker-Tool ist es jetzt so, dass du diese Verbindung hast zwischen den... zwischen den Symbolen und kannst, wenn du ein richtiges Symbol anklickst, andere Symbole ausschalten in der Umgebung. Und direkt terminieren, sag ich mal. So wäre letztendlich die Erklärung dahinter, wie das Spiel geht. Wer Symbole nicht mag, man kann das auch umschalten auf ein Zahlensystem. In den Optionen, aber ich finde die Symbole jetzt nicht... nicht schlimm. Fahren wir. So, Gebiet verlassen. Alles super. Puh, da war noch das Rauchding. Wie spät haben wir denn jetzt? 6:56. Hm. Wobei, da weiß ich gar nicht, wie ich da oben reinkomme. Das ist das Problem. Thank you.
gesagt habe. Wenn Wacker recht hat, bedeutet auch hier das, findet man Grenzkontrollen nicht so toll. Dann landen wir unseren großen Kuh. Es war ein langer Weg aus dem Arbeiterviertel gekommen. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Festklammern, Kumpel! Er sollte leicht zu finden sein. Ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über dir einstürzt. Oh, Kinderspiel also. Schneller. Oh. Ja. Bereit, Nix? Die Öhrchen von dem hinten hochgehen und überhüpfen. Beim Landen. Buh! Kein Geheimgang hinterm Wasserfall. Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermod. Ach, deshalb. Damit komme ich die Windkanäle. Hinterm Wasserfall gehört immer ein Geheimgang. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum es im Spiel nicht gemacht wird. Wacker, ich bin da. Was jetzt? Also gut. Installiere den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Super Technik. Schalten wir den Kern ein. Er hatte recht. Wow. Sieh sich das einer an. Wacker, ich bin drin. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Der NAV-Computer sollte auf der Brücke sein. Viel Glück. Aber wir müssen jetzt leider aufhören. Ich muss leider schlafen gehen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Jedenfalls der Stream.